Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier zu OMSI 2. Ja, wir sind heute mal wieder unterwegs hier auf der Kanzlerbahn U55 hier von Frankfurter Allee zum Brandenburger Tor. Ja, wir hatten das ja schon vor einigen Wochen ja mal gezeigt gehabt. Mittlerweile gab es aber auch schon vor einiger Zeit ein Update, welches ich noch nicht geschafft hatte, hier zu zeigen. Aber aktuell sind wir ja sowieso gerade im U-Bahn-Flair drin. Deswegen dachte ich, okay, dann packen wir das Ganze jetzt hier einfach mit rein und schauen uns das Ganze immer mit dem neuen Update an. Denn ich habe nämlich ein Objekt hier nämlich gebaut gehabt für und habe das dem, ja, zukommen lassen. Und das Ganze wurde jetzt hier verbaut. Und ich finde, das ist eine ziemlich coole Sache. Mal gucken, vielleicht entdecken wir das ja. Und wir schauen uns das Ganze dementsprechend mal an. Ja, von daher gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das alles, was gesagt werden musste, ist gesagt. Ich werde mal nochmal meine Kamera neu zentrieren. So, das schaut ganz gut aus. Und ich muss mich mal hier positionieren. Ja, verdammt. Wir fahren hier mal, ich glaube, ohne Fahrplan, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So, so, so. Geht das so? Geht das so? So, so. So, erstmal gucken, wo ist jetzt hier meine Tür? So. Ja, wir steigen jetzt natürlich in die falsche Tür ein, weil wir die falsche aufgemacht haben. Wo habe ich jetzt... Ah, hier. Hier war die Tür. So. Ah, schön. So, na denn. Ich würde gerne andere Kameraposition haben, Keule. Samariterstraße. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich jetzt hören könnt, weil irgendwie haut es hier gerade mit der Kameraposition nicht hin. Hier müsst ihr nämlich extremst hoch gucken. Damit das Ganze hier dementsprechend auch funktioniert hier. Verstehe nicht, wenn ich weiter runter gucke, dann müsste er doch... Ah! Oh, das war schon fast knapp. So, jetzt können wir hier nämlich aufdrücken. So, warte mal, ich versuche das Ganze hier gerade noch so ein bisschen zu... Ah, besser, besser. So muss das sein. Ah, schön. Naja, diesmal haben wir auch Mitfahrer hier drin. Das war ja in der ersten Folge, war das Ganze ja nicht so gewesen. Jetzt ist es drin. Ja, wie gesagt, ist natürlich ein kostenloses Projekt. Hier könnt ihr euch natürlich runterladen. Und wie gesagt, es passt halt aktuell perfekt hier rein. Dadurch, dass wir ja nun gerade viel mit U-Bahn machen. So, Microsoft Train Simulator mit Berlin Subway, World of Subway bietet sich natürlich, ja, die U55 hier dementsprechend natürlich an hier. Oh. Frankfurter Tor. Übergang zur Metro-Tram. Vergessen, die Ansage hier abzuspielen. So, damit lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Ja, schön. Ey, habt ihr in der letzten Folge, habt ihr natürlich viel kommentiert hier, das Ganze, wo wir uns ja die U55 angeschaut hatten, dass wir viel zu weit gefahren sind, dass es ja gar nicht die U55 ist und alles was. Ich habe jetzt hier einfach nur Brandenburger Tor geschildert, also von daher ist es hier so eine kleine Testfahrt oder sowas, nennt wie ihr das wollt, ne, dass wir uns das Ganze dementsprechend mal anschauen. Und wie gesagt, dieses Video extrem längst überfällig ist. Ich finde es halt schade, warum gibt es nicht mehr solche Projekte in OMSI?
weiß auch noch nicht, was mit dem Projekt Rota ist, ja, diese Straßenbahnkarte. Das ist ja auch eng, also man, außer dass man jetzt irgendwelche Bilder aktuell vom von sieht, ja, ist natürlich nichts weiter irgendwie so zwecks Release-Datum oder sowas mal in der Nähe gerutscht. Finde ich persönlich schon sehr schade, denn Straßenbahnfahren mit Tracker, ja, das muss schon cool sein. Wie gesagt, ihr merkt ja jetzt auch, das Ganze hier mit Track-IR jetzt hier auch fahren, das ist schon eine coole Sache hier. So, ja, das Ganze dauert irgendwas mit 20 Minuten oder sowas. Also das ist jetzt schon relativ kurz, was wir hier fahren können, aber es funktioniert einfach, das ist so toll. Ach. Weißt du, ich liebe es, wenn du... Oh, muss er hier... wenn du irgendwas anmachst und das funktioniert halt einfach, ja. So muss das sein, keine Fehler drinne oder sowas. Ich habe jetzt in letzter Zeit richtig, richtig Pech, wenn ich jetzt hier irgendwas aufnehme. Jetzt zuletzt erst, mitten in der Aufnahme, schaltet sich der Laptop ab und ja, Windows installiert ein Update. Einfach so. Schön. Da kommt wirklich Freude auf. Aber nun, so ist es. Ja. Warum soll es auch einfach sein? Strausberger Platz. Strausberger Platz. Ja, hallo. Wunderschön. Hallo. Ja, guten Tag. Mensch. Schön, dass du die Fahrgäste hier hörst. Zurückbleiben, bitte. Und da kannst du mir doch nicht erzählen, das muss doch auch in Lotus möglich sein, so ein Projekt hier. Das einzige Herausforderung wahrscheinlich hier sind einfach die U-Bahnhöfe, die du hier wahrscheinlich hast, ja, dass man das Ganze dementsprechend natürlich umsetzen muss. Aber das... Also das mit den ganzen U-Bahn-Stationen hier, das würde wahrscheinlich so eine Schwierigkeit sein, weil du musst sie ja halt ja, komplett setzen. So Tunnelobjekte gibt es ja noch nicht. Du kannst ja halt auch noch aktuell bei Lotus ja noch nicht unter der Erde bauen. Ja, aber ich glaube, machbar ist das Ganze. Und dann hast du natürlich das Problem, es gibt noch keine U-Bahn, ne, in Lotus. Obwohl, man könnte ja hier pfiffige Leute ransetzen. Man nehme einfach... Man nehme einfach diese U-Bahn und baut sie Schritt für Schritt einfach in Lotus um. Oh, ich habe Schluck auf. Habt ihr gesehen, ne? Alexanderplatz. Übergang zum Regionalverkehr, zur S-Bahn, zur U2, mit Verbindung zur Messe und zum Olympiastadion, zur U8, zur Metrotram, zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Change here for U2 with service to Exhibition Grounds, Olympic Stadium and bus service to Tegel Airport. To Tegel Airport. Ich finde das klasse, was hier einfach in Omsi immer wieder möglich ist. Jedes Mal bin ich davon fasziniert, ja. Nein, das war falsch.
Einsteigen bitte. So, wie liegen denn da die Gleise? Die liegen falsch. Da müssen wir uns jetzt leider mal hinswappen, um das Gleis dementsprechend richtig zu legen. Sonst fahren wir nämlich jetzt hier gleich aufs Abstellgleis. Und das wollen wir ja nicht. So. Und das wollen wir auch nicht. Nein. Wir wollen nur das Gleis hier umstellen. Nee, das war doch richtig. Voll, oder? Hä? Ist doch alles richtig. Dachte, das liegt jetzt auch in der falschen Richtung. Es tut mir leid. Das sieht ja cool aus. So, oh ja, ich laufe so drüber. Das sind hier zum Beispiel diese Säulen, die wir mal gebaut hatten. Ja, gut in Szene gesetzt, würde ich sagen. Das sieht echt gut aus. Ab und zu mal hier auch mal ein bisschen so lesen, ja, was hier natürlich noch so benötigt wird. Denn das Ganze, wie gesagt, handelt sich ja hierbei um ein Freeware-Projekt. Ne? Dementsprechend, wenn ihr natürlich ein bisschen Ahnung habt, so zwecks Bauen und alles was, könnt ihr hier euch natürlich gerne melden. Ja, das ist natürlich eine coole Sache. Und so eine Projekte muss man halt dementsprechend auch so ein bisschen unterstützen halt. Ja? Ich finde so eine Projekte ziemlich cool, weil das ist halt, hier, man wagt hier ein bisschen was. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich persönlich ein ziemlicher Freund von. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, diese findet ihr nicht auf der offiziellen OMSI-Forum-Website. Ich werde euch den Link, wenn ich es vergesse, das Video hochzuladen, hier in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr euch das Ganze natürlich runterladen und installieren. Aber so an sich, muss ich sagen, finde ich das extrem cool. So, immer mal hier mal ein bisschen gucken. Hier will keiner einsteigen. Kann natürlich sein, weil wir jetzt die Weichen neu gelegt haben. Wir können aber auch mal gucken, was wir hier zum Beispiel Hauptbahnhof hier einschalten. Ja, guck mal hier, Hauptbahnhof. Da steigen sie ein. Das funktioniert. So, haben wir hier nämlich den Hauptbahnhof. So, jetzt sind wir hier natürlich ein bisschen raus.
So, na denn. Bus EM 2019. Wir dürfen angeblich 100. Unter den Linden, Übergang zur U6 und Busverbindung zum Flughafen Tegel. Change here for bus service to Tegel Airport. So, unter den Linden. Waren die ganze Zeit in der Ranzoom-Ansicht, das ist natürlich auch schlecht. So. Brandenburger Tor. Übergang zur S-Bahn. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the gap between platform and train. So, einsteigen. Wundervoll. Es klappt einfach so großartig. Auch das mit dem Zugspawn hier, es funktioniert ja auch ohne Probleme. Ich habe ja sonst immer so meine Schwierigkeiten mit dem Spawn der Schienenfahrzeuge. Aber das funktioniert hier alles. Also ich persönlich mag dieses Projekt sehr. Also falls da nochmal Hilfe irgendwie vonnöten ist, dann soll er sich da gerne mal bei mir melden. Ja, dass ich da vielleicht nochmal das eine oder andere da eventuell nochmal bauen kann. Habe ich kein Problem mit. Schön ist, das kann man ja mal dann zweigleisig bauen. Einmal für Lotus, einmal für Omsi. Denn können wir gleich mal gucken, was da dran steht. So, was steht denn hier dran? Bundestag. Ah. So. Hier sehen wir Fertigstellung der Bahnhofseinrichtung, voraussichtliche Bauzeit. Bis zum 14.06. bis ca. Ende 2019. Das ist echt eine coole Sache, ja. Ja, warum nicht halt, ne? Das finde ich extrem gut. So, na dann. Zur S-Bahn zum Metrobus und Busverbindung zum Flughafen Tegel.
Change here for bus service to Tegel Airport. Bitte beachten Sie beim Aussteigen die Lücke zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Mind the gap between platform and train. So, und damit sind wir auch am Ende angekommen hier von einer doch ziemlich kurzen Fahrt, aber ich muss sagen, das macht schon Spaß. Also hier kann man auf jeden Fall wirklich auch ein bisschen an Zeit verlieren und an mich natürlich wirklich an alte Tage von TMS Studios, ja, mit ja, dem Berlin Subway oder aber auch World of Subway. Ja, das ist schon eine relativ coole Sache. Hier ist wirklich eine absolut großartige Arbeit entstanden. Und das muss man halt einfach mal loben. Und ihr seht, ne, es passiert halt immer so ein bisschen mehr hier auf der Strecke. Jetzt sind wir hier halt aktuell von jetzt bis zum Hauptbahnhof jetzt durchgefahren hier. Und es ist grandios, was hier entstanden ist in dieser Zeit. Und was ist einfach so für tolle Projekte hier in OMSI gibt. Das muss man hier einfach mal absolut loben. Von daher gibt es einen fetten Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat oder das Projekt gefallen hat, dann schreibt es hier unten in die Kommentare. Lasst hier einfach ein Like da oder sowas. Nutzt da die Funktion und sagt einfach, was hattet ihr davon? Seid ihr da vielleicht schon selber mal gefahren? Oder habe ich jetzt vielleicht euer Interesse geweckt? Dann, ja, werde ich euch, wie gesagt, das Ganze unten in der Videobeschreibung verlinken, sobald ich nicht vergesse. Und dann könnt ihr hier gerne selbst mal Hand anlegen. Es gibt zusätzlich ja noch die Gisela, die ihr nochmal hier fahren könnt auf der Linie. Allerdings müsst ihr euch da ein bisschen durchkämpfen, weil die ist offiziell wohl gar nicht mehr so einfach zu bekommen. Ich habe das auch irgendwo auf irgendwelchen russischen Seiten mir besorgen müssen. Ja, aber nun gut, davon verabschiede ich mich jetzt hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich schon, wenn ihr zum nächsten Mal wieder einschaltet. Damit ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!